Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, Philipps Neustarten bringt einfach mal 12 FPS mehr. Was ist mit Philipps los? Verdammt. Also, ja, wir spielen heute auf normal weiter. Es ist zwar leicht, wir können durchrushen und so. Aber wir brauchen bessere Items und bis auf Meister ändert sich überhaupt nichts. Also, dass wir für Paragon Level höher kommen, aber das ist auch nicht so groß, weil wir die Gegner nicht mehr so schnell besiegen können und so. Ich werde meinen Kreuzritter mal färben. Das sieht ja schäbig aus. So weiß. Wir machen es schwarz. Ja, das sieht schon viel besser aus. Der kommt vom Heiligen Römischen Reich. So. Z. Nicht schlecht. Der Heilige, der ist von der Vergangenheit in die Zukunft gereist, hat sich ausgerüstet und fühlt sich jetzt cool. Muss, darf er auch. So. Also, dann geht's weiter. Am frühen Morgen. Ich bin wieder der Frühaufsteher, der extrem früh aufsteht. So ungefähr 5 Uhr 13 mal, glaube ich. Jetzt ist ungefähr 5 Uhr 18 oder so. Ah, hallo. Was machst du da? Wo sind deine Kumpels? Wieso hast du nicht viel ausgehalten? Ah, hier sind seine Kumpels oder was? Ah, das tut mal wieder gut. So, es leicht zu haben. Was wird das da unten? Ah, hier sind... Oh nein, neue. Können die reißen oder wie? Bewegen sie die sich in der Luft? Ah, was ist jetzt los? Hals. Keine Ahnung, das Mysterium der Entwickler. Die kamen ja vorher nicht, also die sind erst jetzt vorher gekommen. Also müssten die irgendwo in der Nähe gewesen sein von diesen dort unten. Oder, pff, keine Ahnung. Also hier müssen wir verfluchte Schrein läuten. Der kann eben links sein oder rechts, aber ich glaube eher rechts. Dass diese Kiste, die manchmal hier ist, nie als Quest kommt, komisch. Haben sie das extra nicht eingebaut? Ja, wir müssen stärker werden, das werden wir am schnellsten, wenn wir schnell die Gegner besiegen, weil irgendwie ist so eingebaut, dass man eine bestimmte Gegnerzahl erledigen muss, damit ein Legendary droppt. Und da die Rares ja extrem schlecht sind und das eigentlich uns nur noch weiter aufhalten würde, auf Meister zu spielen, spielen wir einfach auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Der jetzt eher leicht ist. Okay, da oben ist ein Rare Helm. Was der da oben macht, ist mysteriös. Wahrscheinlich von einem Krug. Easy measy. Den nehmen wir mit. Aber zuerst gehen wir noch kurz hier. So. Und ein Huhn. Das gekackert herum. Der Schein gibt nur 362.000. Und die Quest viel mehr. Okay.
Oh, das fette Schild. One-Hit-Kill. Genau, wir sammeln hier mal. Ja, okay, bringt nichts. Ich dachte, wir bringen diese Steine für den Rift, aber... Naja, dann finden wir automatisch auch weniger Legendaries. Aber ein bisschen sparen könnten wir schon. Für Ding dann. Sag schon für Torment 1. Für Qual 1 Schwierigkeitsgrad. Blutsplitter, genau, sammeln wir durch die Aufgaben hier und durch den Rift-Boss. Der gibt, glaube ich, am meisten, ja, ganz sicher bringt er am meisten. Dann machen wir die auf normal eigentlich und schauen, dass wir dann, bevor wir auf, nach Torment 1 gehen, die Dinge machen. Die Dinge sammeln. So, hier die Fragmente eines Schlüsselsteins. So. Dies ist noch Kleinvieh. Kleinvieh macht auch Mist. Und jetzt Kauan. Endlich mal nicht den Aspekt des Schreckens. Oder Aspekt. Was war das? Aspekt der Qual oder so. Kauern. Ja, im Akt 4 bin ich momentan am liebsten. Der ist recht kurz. Aber wir sind natürlich nachher gleich auf Akt 5. Okay, hier werden wir mal kurz reinschauen. Ah, das sieht so cool aus. Von hinten, von rechts. Hallo, wie geht es dir da vorne? Ach, nur Schrott. Nichts los. Dann gehen wir wieder raus. Okay, hier ist er schon. Kauan. Da ist er. Schneller tot, als er winseln kann. Und hier bekommen wir die restlichen Monster, denke ich mal. Also dann machen wir mal das Truhen-Event. Oder gibt es hier nur drei? Ah, das ist so eine Truhe. Das ist so eine. Da sind natürlich nur drei drin. Also. Da müssen wir weitersuchen, leider. Gegners stirbt endlich. So. Bis die erscheinen. Habe ich einen Kaffee getrunken. Dürfen Kreuzritter überhaupt heiraten? Dürfen die Kinder bekommen? Kinder zeugen?
Und wo steckt meine Frau? Überhaupt? Hä? Vielleicht war es Leia. Oder vielleicht ist es immer noch Leia. Und sie ist gar nicht richtig tot. Vielleicht ist nur ihr Körper tot. Okay, gut. Was ist das da drüben? Oh, das ist ein Ding, der angegriffen wird. So, tötet Diablo, ich wusste es, aber ist eigentlich nicht so. Die Wartezeiten dazwischen sind ein bisschen lang. Die Ladezeiten, was das auch immer ist und so. Das Zwischengefunke von den Zwischensequenzen mag ich nicht. Entweder an oder aus. Ich habe gehört, jetzt wollen sie das Spiel noch leichter machen. Also nicht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern von der Bedienung, vom Spielerischen. Und dafür wahrscheinlich irgendwas Neues einbauen. Irgendwie größere Rift oder so, wo die Gegner immer stärker werden. Aber was bringt das, wenn die spielerische Freiheit so damit sinkt? Deshalb entwickelt das Spiel völlig falsch. Ich fordere einen Entwicklerwechsel. Ein Entwickler, der auf die Fans hört und nicht auf die, die das Spiel nicht spielen können, weil sie ja zu dumm sind oder zu jung oder was auch nicht. Das Spiel halt einfach nicht checken. Ich will kein Arcade-Shooter spielen, ich will ein Action-Rollenspiel spielen. Das ist das Wichtigste. Und, ja, das spiele ich tausendmal lieber. Ein anderes RPG, also ARPG, zum Beispiel Path of Exile, aber das hat momentan auch ein bisschen eine Krise. Es wurde angekündigt, dass noch bis zum 6. Juli, dass wir noch warten müssen, bis die Saison fertig ist von den zwei Ligen. Also diese 6-monatigen Ligen, die gehen zu Ende und dann ist eine monatige Pause und dann kommen zwei neue Ligen, die 6 Monate gehen. Und dann kommt erst ein großer Patch. Und der ist auch nicht ganz so groß, weil sie irgendwas, ich glaube sogar erst im neuen Jahr dann, etwas ganz Großes planen. Ich hoffe dann der 4. Akt. Hallo, oh, 2x Damage bekommen. Also Paragon-Level sammeln wir eigentlich recht flott. Also Level, bis jetzt haben wir noch kein Level, aber ich meine einfach Erfahrung bekommen wir Ding und wenigstens noch flott. Weil später wird es dann zäh wie eine Kaugummi. Dann ist es nicht mehr so zu spaßen. Dann müssen wir hunderte Millionen Gegner töten, bis wir dann aufsteigen wieder. Ich frage mich, wer der Höchste jetzt momentan hat. Also
wie hoch die der höchste ist denn momentan? Ja, was für eine Nummer, also was für eine Anzahl das höchste ist. Sicher einer der Bots noch verwendet und alles mögliche. Ich hoffe es ja mal nicht, dass er die zählen nicht. Dass ja, hier ist gar nichts. Ah, wieso bin ich so langsam? Hallo. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so langsam bin. Ich habe die Schuhe ja noch an. Schauen wir mal die Items an, bevor wir zu Diablo gehen. Ja, alles eigentlich negativ. Und dieses Amulett ist nicht schlecht, aber Heilkugeln sind wichtiger. Ja, wieder mal gar nichts. Wir haben zu gute Items schon. Bisschen weniger Schaden machen wir, aber haben bessere Defensive damit. Die Blockchance geht runter. Ja, dann lassen wir es. Das ist mir ein bisschen zu krass. Die Resistenzen sind irgendwie nicht mehr so wichtig. Weil es natürlich andere gute Attribute gibt. Hallo? Ah, hier links. Hier oben, dann links. Ah. Bei Path of Exile bin ich schon so schnell. Da macht das schon fast keinen Spaß mehr, wenn man so langsam herumgammelt. Aber eben, ich spiele beides und Diablo 3 kommt gut an, auch wenn es mir schon nicht mehr so gefällt. Ich habe trotzdem Motivation, natürlich weiterzumachen und naja, ausschlagkräftig ist ja das, was gut ist, und das ist sehr ausschlagkräftig und mir macht es natürlich weiterhin viel Spaß dadurch. Und schauen wir mal nicht so negativ und immer nur aufs Negative. Ist ja schon recht gut, Diablo 3, aber eben. Für diesen Rummel, oh ja, da gut, und das wird gut verkauft und so, ist Diablo 3 nichts. Also verdient hat es sicherlich nicht, so viel zu verkauft zu werden, aber ja, es hat ein gutes Szenario und alles mögliche, und das spornt halt die Neukäufer an und eventuell tun Fans das Spiel mehrmals kaufen oder so. Und dann sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Keine Ahnung wieso, aber es gibt wahrscheinlich so Fans, die wirklich die Spiele immer wieder kaufen. Es gibt halt zu viele Leute auf der Erde, die zu viel Geld haben. Okay, jetzt sind wir ganz langsam. Aber dafür bekommen wir wahrscheinlich jetzt ein Level up über. Sehr schön. Nicht laden, du alte Oma. Hallo? Jetzt stürzt der Server ab, also disconnect. Hallo? Nein, das ganze Spiel stürzt ab. Dankeschön. Okay. Gar nicht ganz abgestürzt, nur nicht reagiert, weil natürlich irgendwas wieder Probleme gemacht hat. Ah, ja. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich weiß es nicht, ob es Webs aufnimmt
oder nur Black Screen war oder so. Aber da stand Retail. Wieso Retail? Ich habe keine Retail-Version. Gibt es die überhaupt? Sehr schön getroffen, wirklich. Oh Gottchen. Ja, teleportiere mich sofort. So, und jetzt kommst du noch eines Fett auf die Amöbe. Hä? Diablo, wo bist du? Hallo? Wo bist du? Ein Bettvorleger? Ein Teppich? Hallo? Und jetzt ploppen noch Items raus? Komisch. Ha. Machen wir gleich weiter mit Akt 5. Okay, hier müssen wir Adria als Boss töten. Machen wir dies als letztes. Aha. Okay, wenigstens bisschen schneller und ohne Absturz. Keine Ahnung, was mit dem Laden los ist. Ah, wir haben ja noch eine Belohnung zum Ding. Also machen wir das nach dem. Ja, da heißt es ja, kehr zur Tür, also Bastion zurück, das stimmt. Wir sind ja direkt nach dem Diablo Akt 3 gegangen. Und hätten das fast noch vergessen. Geht's noch? Hi, du. Die wachen einfach auf, also die Seelen, die werden korrumpiert und wachen dann einfach auf. Geht's noch? Kommen raus und machen Probleme. Heide. La la, oh, das hat gut getan. Ist doch eine Wohltat, wenn so ein Blitz runterkommt. Bang und bang und bang. Irgendwie ein bisschen langweilig. Vielleicht stehe ich doch ein bisschen. Oh, man kann es sogar um 1 erhöhen. Weil wir besiegen die so schnell, also bitte. Bekommen wir noch ein bisschen mehr Erfahrung. Also hier ist nichts. Können wir denn auch wieder runter? Nein, jetzt kann man nicht mehr runterstehen. Man darf nur einmal Ding, muss man dann. Das gesamte Spiel beenden oder was? Also ins Hauptmenü zurückzukehren und dann nochmals den Schwierigkeitsgrad auswählen. Dann nochmal reingehen. Kompliziert, also nicht kompliziert, aber die Entwickler haben das
komisch gemacht für uns. Zehn Prozent mehr Leben, dafür keine Widerstand gegen Schadensarten. Doch Widerstand, kein Widerstand ist drauf. Aber wir nehmen lieber die Erfahrung mit. Aber es ist 82 Erfahrung schon, also ja, halt auf einen Gegner, ja. Ne, weniger Stärke ist noch drauf. Kack drauf. Den nehmen wir nicht. So. Also zuerst verkaufen. Dann reinlegen. Und jetzt noch kurz zur Tür in die Bastion. Laden schneller. Danke. Jetzt. Yay. Ein neues Paragon-Porträt. Jetzt sind wir mehr, haben wir mehr Silber ringsum. Gut, und hier. Das ist ja so wenig hier. Das ist. Tja. Alles hier rein. Ah, ich möchte mal also ausprobieren. Ja, genau. 10 auf einmal mit Umschalt. Trefferschaden ist auch eigentlich relativ schwach. Da verstärken wir uns ja später nicht mehr so. Schnell. Das ist der Sohn des Wolfs. Ah, das ist die. Okay. Der Kampf nervt ein bisschen, weil der mit unbesiegbar wird. Aber sonst chillig. Ach komm, geh weg. Das geht doch nicht. Lol. Ja, der läuft mit so wenig Leben noch herum. Und sie erledigt ihn nicht mal. Geht's noch? Die hätte doch das geschafft. Auch wenn sie wenig Damage macht. Und dann bald mal als MF-Sklave verdonnert wird. Aber dafür brauche ich Schild und Schwert für den Templer. Und sie muss leider in die Ding zurück. Irgendwo einfach in die Start ins Lager. Sind wir hier falsch? Auf der falschen Straße? Nerv nicht, bitte. Vereist. Okay. Hallo. Ach. Danke.
Nochmals ein Boss oder was? Ach, sind das die restlichen Fledermäuse? So viele Ding. Wahrscheinlich Horde gehabt, oder? Ich hab's gar nicht gelesen. Oder weil sie einfach kleine sind. Ah, noch eine. Ah, jetzt. Dachte schon, es droppt gar nichts. Einen Speer. Schauen wir mal. Und das Tagebuch wollte ich nicht öffnen. Das Gesetz des Ariad. Zu schwach. Okay, wobei... Naja, hat mehr Feuerschaden, weniger Stärke, dafür kritische Trefferchance 1%. Vielleicht für den Templer. Also machen wir das halt auf. Okay, 3 Portalschlüssel Fragmente. Und ja. Hier sind weiße Items. Kuckus. Und meine Männer, ihr habt euren König verraten, während die Einge. Hühne. So ein Sau. Hühnerstall. Hier. So ein richtig fetter Hühnerstall. Nichts von Adelshaus, gar rein nichts. Stun mich nicht. So, alles anständig. Aha, jetzt schützt er sich wieder. Okay, dann habe ich die halt mit dem Bomb da. Geh weg da. So. Oh Gottchen. Also, wieder anständig. Ah. Du nervst. So. Die Kugel mitnehmen und ans nächste Ort fliegen. Zuerst das. Also. Aha. Okay. Also, na, zuerst das. Ja, sicher. Auf dem Vapen angreifen geht's noch. Stille. Eine trügerische Stille. Ach komm, nicht verängstigen. Nö. Passiert nichts. Okay, gut. Können wir getrost liegen, stehen bleiben. Macht das Damage. Kein Eingang hier. Nicht genug Zorn. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja, wo ist jetzt dieses Event? Dort unten. Oh,
Was tötet Molikos den Fürchtlichen? Aha. Muss das sein? Das ist ein Schrein mit mehreren Dingen wieder. So. Und meine Armee. Abschießen hab. Ja. Das hat nicht gut geschmeckt. Waren zu viele Zwiebeln drin. Lol. Neue Gegner. Aha, hallo. Jetzt haut er einfach ab. Okay, ist nichts mehr. Der ist unbesiegbar, so. Das wäre geschafft und jetzt geht's weiter. Ah, hier haben wir schon mal den Ding, wo wir hin müssen, aber dafür müssen wir 150 Gegner noch töten. Aber hier eigentlich relativ einfach, wenn nicht alle Gegner so nerven würden. Das ist wirklich eine Ebene, wo ich nicht so mag. Aber es ist gar nicht so schlimm in... Ja. Ey, die Pfützen, die mag ich nicht so. Weil ich bin nicht so einer, der die Charakter einfach so zum Masochisten macht. Und gehe sie ihnen aus dem Weg und dann mag ich sie nicht so. Auch wenn sie nicht keinen Damage machen oder so. Ah, wir können nicht hier durch. Okay. Und die Fallen, die natürlich uns wegschießen. Das ist auch nicht so toll in dieser Game. Aber die Gegner gehen eigentlich noch, wenn sie nicht so nerven würden. Im Schwierigkeitsgrad her. Und die Fallenleger da. Die nerven natürlich besonders. Ah, eine Fall. Ah, wie langsam werde ich? Ey. 107. Gut, hier ist noch ein Boss. Champion. Ah, da mache ich doch den an. Darf ich nicht mal die aufnehmen, hey. So.
Ah, das ist auch gut, dass man diese Sachen behält. Also wahrscheinlich auch noch droppen. Also dass alles noch droppt. Aber man sie einfach nicht verwenden muss, also nicht mehr verwenden kann. Das finde ich gut. So, und jetzt Adriatheten. Da sollte eigentlich der Weg auch gekennzeichnet sein. Noch nicht, okay, aber bald. Ja, die Ebene ist nicht so groß. Aber kann groß sein. Ist meistens so mit einem Rundgang-Ding, also ein Weg führt dann von diesem Rundgang weg und das ist dann der Weg meistens. Oder mehrere Wege führen weg und passen in Sackgassen. Aber eigentlich immer genau gleich aufgeteilt. Die roten Gegner machen eigentlich fast nichts als irgendwas absaugen, also Leben absaugen wahrscheinlich. Und ein bisschen Feuer Damage. Nerven nur herum, weil sie recht zäh sind und immer wieder abhauen. Hier ist ja mal wirklich nichts. Ah, unten geht's auch weiter. Dann wäre unten wahrscheinlich die bessere Option. Also, dann gehen wir unten durch. Und heute Morgen ist irgendwie ein bisschen schlimm mit meiner Stimme. Und ein bisschen Kopfschmerzen habe ich auch, wahrscheinlich wegen der Sonne, die mir gerade fast ins Gesicht scheint. Die Morgensonne völlig rot und atomartig. Vielleicht ist so rotes Licht nicht so gut für die Augen, aber ja, meine Augen haben schon so viel aushalten müssen. Ich habe mal so als Landwirt ausgeholfen, ja, Landwirt nicht, aber eher so als, wie sagt man dem? Ja, halt nicht die Scheißarbeit, sondern die Arbeit, wo halt noch Zusatzgehilfen brauchen beim Bauen. Und hab dann auf dem Dachstock das, die Heuballen umplatziert und so. Und heruntergeschossen, damit die bauen ist, natürlich fürs Futter, Dinge. Und dort hat es so wahnsinnig manchmal im Sommer stickige Luft gehabt und alles mögliche, die Splitter, also das Zeugs ist herumgeflogen, die Stroh, Enten und alles mögliche, oh Gott, das war schlecht für die Augen. Aber als Minderjähriger, der noch keine Arbeit hat und gerade nicht Fußball spielen kann, was irgendwie pisst oder regnet, alles mögliche, dann habe ich halt ein bisschen mehr Geld so mir verdient. Das übrigens, glaube ich, irgendwie in Deutschland nicht so erlaubt ist. Keine Ahnung, was die haben. Wenn ihr Deutsche seid, könnt ihr es vielleicht, wisst ihr weiteres darüber. Kinderarbeit ist ja schlimm. Oh, es wird wahrscheinlich noch die Zeit kommen, in dem man erst ab 25 Jahre arbeiten darf.
und ab 40 Auto fahren und dann nur 20 Jahre, weil ab 60 ist die Gefahr dann zu groß und oh Mann, diese Gesellschaft. Viele Menschen ownen sich einfach selber, indem sie so scheiß Gesetze und alles Mögliche erfinden. Und es dann noch einstimmen und dann noch, ja, blöd abstimmen und ja, weiß es auch nicht. Die Welt kann so einfach sein, wenn alle sich an die Regeln halten würden und nicht eben neue Gesetze einschreiben. Ding. Klar hat niemand Bock auf Gesetze, wenn es so viel gibt, wo man aufpassen muss und so, dann ist man stinkig. Das ist ganz klar. Das ist das wieder mit den vielen Bossgegnern, die hier erscheinen. Hier ist der nächste. Und nochmal ein Speer. Es hakt wohl. Also der Generator, das ist mir auch aufgefallen. Der Generator ist völlig scheiße. Also, wenn nach dem 20. Mal noch kein Schild spawnt oder ein Einhandschwert, nur zwei Handwaffen spawnen oder für den Hexendoktor Uppicks und so, also die Orbs für die Zauberin, die Schilde, dann ja, ist irgendwas falsch gelaufen. Also wir können ja jetzt rein und hier ist eine große Kiste. Eine prächtige Truhe. Also das gleiche Item. Ja, oder? Ja. Das gleiche Item. Das gleiche. Gott, oh Gott, oh Gott, ist das schäbig. Das wenigste, nein, das Schwäche ist sogar. Oh mein Gott. Was ist denn los mit Blizzard? Ich will nicht zweimal das gleiche Legendary. Können wir gleich eins oder beide beim Schmieden zerhacken? Kackerwurst. Nicht motivierend, Blizzard. Macht das Spiel wieder richtig motivierend. Ich will ein Ziel haben. Ich will Legendäres, die unterschiedlich sind. Also ich will die Drop-Chance, dass die sehr unterschiedlich ist. Und nicht 20 Mal das gleiche Item. Zum Beispiel ein Item, das ist ein Amulett. Das relativ schwach ist, habe ich sicher schon 5-6 Mal bekommen. Und die Stinkehosen, die habe ich auch schon ein paar Mal bekommen, aber nein, also seit Ross eigentlich nicht mehr so oft, das ist gut. Was habe ich sonst noch oft bekommen? Ein Mana-Heilungsring. Den habe ich oft. Ah, die Ding, die zwei Kronen. Die Krone von Rakis und die Krone von Leoric habe ich ein paar Mal bekommen. Alles auf sie. So, haben wir das geschafft und wir haben schon fast wieder ein Level 51 dann. Schön. Also. Da
Das nächste Mal machen wir Power Riften. Dann wahrscheinlich wieder auf normal. Weil mir nervt es einfach, dass die Gegner so viel Leben haben. Also, dann können wir gleich mal noch kurz die Sachen verkaufen. Nichts gut. Gar nichts ist gut. Ah, die. Weniger Widerstand. Ja, klar, das sind schlechte. Die haben auch nur 0,9. Nö. Blitz ist dort wichtig für unsere Main Attack, die man nicht so oft einsetzen kann, leider, weil uns die Ressourcen fehlen. So, ja, wir haben so nicht Platz, dann nehmen wir hier mal ein paar raus. So, tun den besseren reinlegen. Ja, der Schaden, tun wir den rein. Verlieren wir ein bisschen Schaden, 3%, aber dafür haben wir mehr kritische Chance und den zerhämmern wir. So. Den Oculus Ring. Dieses Schwert habe ich ja schon dreimal. Dieses Schwert habe ich zweimal. Also es ist, diese Schulterpflanze habe ich ein paar Mal. Habe ich nicht noch einen irgendwo? Ah, hier ja. Zweimal. Und ja, dieses Schwert habe ich sicher 3-4 Mal. Das seht ihr es. Zweimal. Oder sogar dreimal vielleicht. Magierfist habe ich 2-mal. Den habe ich 2-mal. Also es ist nicht ganz random. Und ja, dieses Schwert habe ich ein paar Mal, ja. Tja. Jetzt haben wir 4 Stück. Können wir noch kurz verkaufen. Und ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Wenn es um die Rifts geht, ein paar hintereinander. Wir haben recht viele jetzt. Von diesen 46, also durch 5, 9 Mal. Ja, so 9 Mal, ja. Ziemlich genau 9 Mal. Gut, also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bye.